Hallo zusammen, ihr seht richtig, der Rolf Ziller zockt eine Runde World of Tanks. Ob das jetzt regelmäßiger stattfindet, entscheidet ihr. Zumindest ein bisschen mit. Und zwar ist es so, der Zeitpunkt, zu dem ich das aufnehme, ist der 31.05. Ich wollte seit Tagen Noskoth aufnehmen, weil es ist heute ja die letzte Gelegenheit, dieses Spiel zu spielen, und es will einfach nicht. Es finden sich keine Spieler. Daher suche ich was Neues, was PvP-iges, irgendetwas, wo man Leuten vielleicht ein bisschen wehtun kann. Und ich habe mir gedacht, World of Tanks erfreut sich ja eigentlich großer Beliebtheit. Ich habe mal eine Weile War Thunder gespielt. Das ist ja letztendlich ziemlich ähnlich. Also es ist nur nicht super leicht zugänglich bzw. sehr übersichtlich, weil es gibt so viele Panzer, so viele Aufwertungen, so viele Waffen etc. Oh. Und da. Ach du Scheiße. Musst du ein bisschen seitlich fahren? Nee, das gefällt mir nicht. Gucken wir mal hier. So, dieses große gestrichelte ist halt das Rohr. Und wo das kleine Dreieck ist, das nach oben zeigt, dahin ziele ich. So viel habe ich verstanden. Auf der Shift-Taste kann ich so ein bisschen umstellen. Die Sicht der Dinge. Gut, habe ich eben die Deckung ein bisschen weggeböllert, aber ich war es nicht, der den letzten Schuss hier losgejagt hat. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass da nichts von rechts kommt. Ach du Scheiße, wie konnte das passieren? Was tue ich? Jetzt aber. Yes. Bam. Das war jetzt einfach. Ihr seht links angezeigt, dass ich einen Kill habe. Wow. Ich habe noch volles Leben, das seht ihr links unten. Und rechts unten seht ihr die Map. Ich glaube, es klärt sich eigentlich von selbst. Leckomio. Meine Kette! Meine Kette, was ist mit meiner Kette? Okay, das ist mir noch nicht passiert. Aber wenigstens habe ich einen Kill gemacht. Das ist wichtig. Also, da hat wohl jemand meine Kette zerlegt. Da kann ich natürlich nicht weiterfahren. Da gibt es mit Sicherheit auch noch irgendwas, was man dagegen tun kann, dass man die repariert, dass die Mannschaftsmitglieder das lernen sozusagen. Soweit bin ich natürlich noch nicht. Ich fange gerade an. Also ich nutze das erst jetzt mal wirklich als Noskoth-Ersatz. Da hinten seht ihr Combat. Hier den Artillerie. Sehr schön.
Und da bin ich wieder. Hehe. Also wir spielen ein bisschen defensiv, sehe ich das gerade. Wir haben noch 5 Leute am Leben, der Gegner noch 7. Das ist nicht gut. Ja, lasst mir auf jeden Fall Kommentare da, ob das ein adäquater Ersatz ist, ob ich das weitermachen soll da hinten. Ja, oh, es ist unglaublich. Ist gar nicht so einfach. Man denkt immer, ja, schießt man, ne, tot. Von wegen. Also, ey, macht nix. Doch, macht er was? Doch, der schießt. Ah, hinter dir! Tja. Combat ist auch tot. Es sind nur noch 2 gegen 5. Das sollte eigentlich nicht mehr zu halten sein. Ja, wenn ihr euch entscheidet, dass ihr mehr World of Tanks sehen möchtet, jo, dann werde ich es machen. Ihr könnt auch einfach so mal ein Abo dalassen. Und wenn euch das Spiel gefällt, mal einen Daumen nach oben, damit ich Bescheid weiß. Ich werde jetzt nicht escapen und zurück zur Garage gehen, das meine ich nicht. Ich glaube, der ist AFK. Nein, ist er nicht. Oh, wir haben doch noch 2. Ja, genau, drück ihn mal da raus aus der Deckung. Also wenn die den nicht holen, ne? Und der ist. Oh, der ist. Der lässt sich noch machen von dem. Ich könnte kotzen. Oh, gut verarscht. Aus dem Sichtbereich raus. Da hinten ist er. Olli. Ich glaube. Ach du Scheiße. Ich glaube, die Waffe von unserem Boris hier ist gar nicht so schlecht, aber man muss natürlich auch treffen, ne? Und ich glaube, er hat sich durch unseren Panzer mehr behindert, als es ihm Deckung bot. Okay. Ich werde jetzt nicht auf meine jämmerlichen Statistiken hier eingehen. Ja, World of Tanks, Leute. Ich hoffe, es gefällt. Ich hoffe, ich kann es weitermachen. Ich brauche mal irgendwie so ein anderes Game. Also irgendwas Kompetitives zwar, aber naja. Wir gucken, wie es bei euch ankommt. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut.